Also tatsächlich, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber es ist 5:30. Die mache immer noch Musik, da habe ich echt nicht mitgerechnet. Hallo, mein Kanal Guy in Thailand. Immer noch auf Koh Lanta, die Bike Week. Hinten dran ist gerade Soundcheck. In dem Video werde ich die Party ein bisschen als Fokus haben. Und vielleicht dann heute Nacht noch. Ich schlafe ja da in der Hängematte. Wie meine Nacht dann ist, mal gucken. Ich denke mal, die ist bestimmt ganz gut. Ich schlafe hier direkt am Strand. Und ja, ich glaube, wird ganz lustig. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich gehe schon mal schauen. Und habe ein bisschen was zu essen. Ein paar Leute sind schon da, aber allzu viel ist noch nicht. Also die Stühle sind noch leer. Direkt am Beautiful Beach in Koh Lanta. Wäre absolut tolle Atmosphäre. Und, aber ich muss jetzt echt mal was essen. Ich habe jetzt heute Morgen irgendwann mal was gegessen. Das reicht natürlich nicht aus. Auf der Bikeweg ist dann oft so, gibt es auf einer Seite oftmals diese Essensstände. Oder wir jetzt einfach mal schauen, was ich da finden kann. Ich habe jetzt echt Hunger. Gut, Tod Mann habe ich jetzt gefunden. Das sind ja, frittierter Fisch, etwas scharf und das wird mir jetzt erstmal reichen müssen. Ansonsten muss ich mal später noch schauen, alles ist noch nicht fertig, was hier wird noch vorbereitet, das Essen. Und von daher warte ich noch ein bisschen. Das ist mein Schlafplatz für heute Nacht. So langsam füllt sich die Bike Week. Echt gut, ist eine schöne Location. Direkt da am Meer. Geht ein super guter Wind. Und ist echt gute Musik auch. Ich muss bloß aufpassen wieder mit YouTube. Urheberrecht. Von daher muss ich mit Sicherheit immer wieder mal andere Musik drüber legen, was eigentlich schade ist. Also Party war echt geil und nee, Party ist gut, echt schöne Party, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, gute Musik, wenn sich Mühe gegeben, schöne Show gemacht, alles gut. Wir feiern jetzt noch ein bisschen weiter, gucken wie die Nacht wird, hoffe es ist nicht ganz so dramatisch. Also im Moment ist brutal windig, aber das Wetter ist gut. Jetzt aus der Hängematte, Bikeweg geht noch, ist aber schon mitten in der Nacht.
Ich habe gedacht, ich lege mir jetzt mal daher. Eigentlich liegt man ganz gut. Ein bisschen laut ist doch noch, aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt, wie die Nacht sein wird. Morgen früh um 8 Uhr ist die Nacht rum, da treffen wir uns zum Frühstück und dann fahren wir heim. Ja, ich, wenn die Nacht gut verläuft, dann sehe da nichts mehr von mir. Dann morgen früh wieder und mal ansonsten melde mich wieder. Okay. Also tatsächlich, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber es ist 5:30. Die mache immer noch Musik, da habe ich echt nicht mitgerechnet. Ist der Wahnsinn. Aber ich habe gut geschlafen bis jetzt und versuche es noch ein bisschen weiter, aber 5:30. Also immer noch Spaß. Also jetzt ist 6 Uhr. Und die machen immer noch Musik. Damit habe ich echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber gut, ich habe ein paar Stunden geschlafen, es war ganz okay. Es ist sehr windig gewesen. Ich gucke mal, vielleicht drücke ich noch mal die Augen zu. Aber das überrascht mich doch schon sehr. Es ist unfassbar windig, war es auch die ganze Nacht, muss ich sagen. Guten Morgen. Also ich habe erstaunlicherweise doch tatsächlich noch ein bisschen geschlafen. Haben wir 4-5 Stunden war es bestimmt. Obwohl die Musik wirklich bis heute Morgen ging, es wurde schon hell. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lang geht. Aber gut, ist halt so wie es ist. Ich habe geschlafen ein bisschen. Ich muss sagen, der Wind war auch ein bisschen, ja, war dann schon dazwischen mal frisch, aber kalt war es nicht. War in Ordnung. Und allemal gute Luft. Ja, und jetzt heute Morgen sind schon wieder Leute am Strand unterwegs. Auch witzig. So um die Uhrzeit. Aber gut. Die einen gehen spät ins Bett, die anderen stehen früh auf. Aber ist schon schön hier. Ich möchte sagen, gefällt mir gut. Also ich bin ja nicht der Einzige, der hier geschlafen hat. Da drüben stehen noch zwei Zelte und ein Camper. Und ich packe jetzt mal mein Zeug ein, meine Hängematte wegmachen und dann fahre ich los. Ich brauche jetzt ein Frühstück, einen Kaffee und dann ist die Welt wieder gut. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich finde, wo die anderen sind. Ich habe mir das gestern nicht so gut gemerkt. So, muss ich sagen, jetzt haben wir noch ein Frühstück. Ich habe die anderen relativ schnell gefunden. War echt easy eigentlich. Also man muss auch sagen, wenn man sich Koh Lanta so anschaut, es gibt keine, oder doch gibt schon, aber wenige große Resorts. Und das meiste sind so kleine Bungalow-Anlagen. Und hier ist echt was los. Das läuft, das funktioniert. Das ist halt der Unterschied zu Koh Lak. Da hast du doch eher mehr von den großen Anlagen wie die kleinen. Was jetzt besser ist, mir gefällt es so, muss ich sagen, echt gut. Koh Lak gefällt mir natürlich auch ganz gut. Aber so mit einer kleinen Bungalow-Anlage sind viel Individualreisende hier. Ich weiß nicht, wie die das genau gebucht haben, ob man sowas auch pauschal buchen kann, keine Ahnung. Sicherlich ist das beim einen oder anderen auch möglich. Aber ja, ich werde mit Sicherheit hier wieder herkommen. Hat mir gut gefallen. Jetzt werden wir noch gemütlich frühstücken. Und dann geht's los auf die Fähre und Richtung Koh Lak. Kannst du das für mich auch machen? Ja. 55, glaube ich, gell?
wieder zurück in Kaulak. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen, der kleine Einblick nach Golanda. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hat auch revidiert, was ich so vor 20 Jahren, ich habe es ja schon mal gesagt in einem Video, weiß gar nicht, warum mir das nicht gefallen hat. Aber diesmal fand ich es richtig gut. Klar, so ein paar Tage. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da 2 Wochen zu bleiben oder 3 oder irgendwie. Wäre mal zu viel. Aber da ist ja auch jeder anders. Und von daher, ja, so eine kleine Serie draus gemacht, so ein paar kleine Videos. Weil ich glaube, das wäre alles in allem viel zu lang geworden. Und ich hoffe, ihr hattet da Spaß dran. Und ansonsten, wie immer, bis bald in Thailand. Tschüss.